Moin, heute sind wir vom Kapitän auf die Alexander von Humboldt II eingeladen und er wird uns das Schiff zeigen. Moin, Kapitän. Moin. Dürfen wir an Bord kommen? Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass du uns an Bord der Alex II empfängst. Es freut mich, dass ihr da seid. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Ralf Gütlein. Ich bin zurzeit Kapitän der Alex II. Wir sind ein deutsches Segelschulschiff, eine Bark mit Heimathafen Bremerhaven. Ja, und wenn ich dir das Schiff zeigen darf? Sehr gerne. So, hier riecht es ja schon total lecker. Ich glaube, dafür bist du zuständig, oder? Ja, ich bin der Peter, ich bin hier der Smoot an Bord zurzeit. Smoot heißt Koch, oder? Koch, genau. Ich bin für das leibliche Wohl zuständig. Also nach Ralf einer der wichtigsten Männer an Bord, oder? Behauptet man. Ja, und er ist, wie man sieht, erfolgreich. Ja, hier wird also gegessen. Ja, das ist unsere Messe. Mhm. Und hier findest du wieder die Back. Ah, alles klar. Das sind die Tische, an denen wir sitzen, auf den sogenannten Backskisten, weil die Kisten vor der Back stehen. Ja. Und da gehen entweder die Seewachen zur Mahlzeit oder, wenn wir im Hafen liegen, alle. Mhm. Es ist so bemessen, dass tatsächlich alle reinpassen. Dann ist es aber kuschelig. Das glaube ich. Und ansonsten haben wir hier Kühlschränke, wo wir dann mal ein Getränk holen können. Kaffee ist jedes Mal da, Tee ist da. Also insofern, man muss ja viel trinken auf See, weil Richtig. Seeluft trockene Haut macht und weil durstige Leute, also das merken sie nicht, schnell seekrank werden. Ehrlich jetzt oder nimmst du mich schon wieder auf den Arm? In jedem Fall ist es so, wenn du viel getrunken hast und es kommt hoch, ist es angenehmer, als wenn es trocken ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und hier machen die Backschafter ihren Dienst. Da kommen die Neuigkeiten an die Tafel. Das ist auch so der Raum, wo man abends mal sitzt, ein Bierchen trinkt. Hier können wir auch Film zeigen. Das machen wir auch ab und zu mal, einen Filmabend. Mhm. Wenn so lange Turns sind, dass man sagt, komm, machen wir mal. Wir haben so einen Projektor, dann können wir vom PC aus mal einen Film zeigen. Ja, der Schmut macht seinen Laden und die Backschafter tragen auf, tragen ab. Hier drinnen ist immer irgendwas, Geschirr, sonst was, ist alles in den Backskisten. Und nebenan in der Pantry können wir uns gleich mal anschauen, da wird abgewaschen. Aber da haben wir auch schon eine richtige Abwaschmaschine. So, jetzt sind wir hier in so einer Kammer. Das ist ja richtig kuschelig hier. Und das ist... Das sind die kleinsten Segel, die wir haben, das Lehsegel. Ah, was du uns erzählt Denn normalerweise hast du, Vorsicht Kopf, hier nur so ein Brett. Ja. Aber wenn wir jetzt auf Steuerbord Bug segeln, was die Seite ist, und das Schiff ist so krumm, dann reicht das Brett nicht. Und dann kann man da leicht rausfallen. Deswegen hat sie dieses Lehsegel gebaut, eine Matrosin bei uns. Überall in den Kammern, damit die aus den oberen Kojen nicht rausfallen. Das ist ja praktisch. Ja, und dann aber es ist wirklich nur wenig Raum für Privatsphäre, ne? Also ich kann das hier zuziehen. Genau, aber das ist die übliche Privatsphäre für Seeleute. Also traditionell, heute natürlich anders, aber eigentlich ist nur deine Koje dein Privatraum. Denn wir haben auch in dieser Größe Viermannskammern. Diese Kammer ist frisch umgebaut, hier war eine dritte Koje. Wahnsinn, das ist schon eng. Aber so wird auch jeder irgendwie zur Ordentlichkeit erzogen. Ne? Also viel rumfliegen lassen kannst du hier nicht. Jemand wie du fragte mich dann mal, wie viele Sterne hat denn ihr Schiff? Ich sage, Sterne haben wir nur zur Navigation. Das war ein toller Rundgang über das Schiff. Vielen Dank dafür. Wir haben viel gesehen, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und jetzt sind wir hier in diesem schicken roten Salon. Wie sind denn eure Turns? Was kann ich machen? Wo kann ich mitfahren? Was lauft ihr an in der Regel? Im Sommer sind wir in den nordeuropäischen Gewässern. Das heißt, die Abfahrthäfen und Ankunftshäfen finden sich im Fahrplan. Einmal reinschauen. Und dann werden wir Nordsee, aber im Schwerpunkt Ostsee fahren. Das bleibt auch so. Und was wir im Winter machen, hängt auch immer ein bisschen von dem ganzen anderen Geschehen ab. Aber grundsätzlich eigentlich Kanarische Inseln. Weil die bieten uns seglerisch das meiste. Viel weites Meer, stetigen Wind und T-Shirt-Wetter. Das, was wir wollen und das, was wir heute nicht hatten. Da ist also für jeden was dabei. Ja. Ja, wir sagen nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Dankeschön. Dann bringe ich euch noch zur Gangway. Klasse. Okay, danke. Auf geht's. So, hier lang.
vor die Stiefel, vor den Kopf. Herzlichen Dank, dass du da warst.